Weil mein Traumwelt hätte keine Landesgrenzen. Keine Grenzen, die Menschen nach Herkunft einstufen würden. Wenn gute Laune ein Gesicht wäre, dann würde es Seins tragen. Wenn Miteinander ein Vorname wäre, er würde ihn tragen. Und wenn man sein Zuhause einem Ort zuteilen müsste, dann wäre es kein Land, es wäre die ganze Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist, denn er ist wirklich so etwas wie ein guter Freund geworden. Herzlich willkommen bei Haus jetzt raus, Koral Elci. Herzlich willkommen, sagt er. Ja. Es fühlt sich hier wie zu Hause an. Und er meint es auch so. Ja. Und damit wir direkt reinsteigen und keine Zeit verlieren, du bist bei Haus jetzt raus. Du weißt, du darfst hier ein Thema raushauen. Und wie ich dich kenne, hast du eins mit im Start, oder? Ja. Nämlich? Döner. Döner, sehr gut. Hab ich heute gerade, gestern hatte ich, mit Schaf. Also mit dem R-Schaf. Das ist ein gutes Beispiel. Damit fängt es schon an, nämlich so ein Klischee. Döner, Türke, Kartoffel mit Schaf. Nee, mein Thema ist Identität heute. Ich wollte dir ein Thema bringen, was nicht unbedingt kulinarisch ist, aber Teil auch damit zu tun hat. Aber Zugehörigkeit, wo bin ich zu Hause? Was bin ich überhaupt? Korrigier mich. Wenn ich mich recht entsinne, du kommst aus, bist in der Türkei geboren. Du hast auf, glaube ich, 3 Kontinenten gelebt. Bist jetzt seit vielen, vielen Jahren schon in Deutschland, beziehungsweise bist in Hamburg. Fühlst dich aber als lupenreiner Weltbürger, richtig? Ja, so gesehen. Ich bin mittlerweile Hamburg. Ich war noch nie in meinem Leben so lange an einem Ort wie jetzt in Hamburg. Mittlerweile also 20 Jahre. Könnte man eigentlich sagen, du bist perfekt integriert, Sendung ist zu Ende. Das war's dann auch. Okay, und wenn ich jetzt dich als leuchtendes Beispiel nehme, um Integrität zu erklären? Das ist ein Thema, wo ich tatsächlich... Ich nenne das nicht Problem, aber das sind so Klischees, die mich manchmal irritieren. Da ist auch ein bisschen Selbstkritik drin, aber wenn ich so Dinge höre wie im Unterbewusstsein, ne? So der gut integrierte Türke, guck mal, gibt es auch solche und nicht die anderen, die man sonst so kennt. Ne? Wäre ich jetzt nicht ein deutscher Bürger türkischer Herkunft, der irgendwann zum Studieren hierher gekommen ist, du sprichst aber auch akzentfrei Deutsch, ist doch Schweinefleisch, ach was, gibt's doch nicht. Ne? Und zum Beispiel wäre ich Franzose oder Amerikaner von Geburtsort her und von Familie her, wäre die Schubelade eine ganz andere als jetzt diese Schubelade, wo ich drin stecke, teilweise für Menschen. Und woran liegt das? Also man sagt ja auch über den Franzosen bestimmte Dinge oder man sagt über den Amerikaner bestimmte Dinge. Ist das, was man dann über, an dem Beispiel zu bleiben, über den Türken sagt, ist das distanzloser, niveauloser, verletzender oder warum sagst du, es ist eine andere Schublade? Wenn man konkret von meinem Beispiel ausgeht, würde ich sagen, Türken haben hier eine Historie und die haben eine Historie größtenteils als Gastarbeiter, schon seit über 50 Jahren und mittlerweile die zweite, dritte, vierte Generation. Ne? Dann hast du die Klischees, das Leben von dem Gastarbeiter, das hat auch sehr viel mit Kultur- und Bildungskreisen zu tun. Ne? Die Menschen, die aus der Türkei als erste Generation Gastarbeiter hierher gekommen sind, sind hierher gekommen, um zu arbeiten, weil Deutschland Arbeit hatte und die in der Türkei in eher ärmeren, hoffnungslosen Verhältnissen in Anatolien-Niveau gelebt haben. Hier haben die eine Perspektive für die Familie gesucht. Dann waren die ersten nicht die ganze Familie, sondern eher einzelne Mitglieder einer Familie oder teilweise diverse Personen aus einem Dorf oder Gebiet, die gemeinsam hierher gekommen sind, haben die eine Community aufgebaut und teilweise dann nachträglich Familien, Frauen, Männer aus der Türkei hergebracht und Familien gegründet. Und aus dieser Familie wurde mehr. Das ist eine schöne Story eigentlich. Aber die kommen größtenteils aus aus einer ländlichen Kultur und aus einer anatolischen sozusagen Region oder Lebensart? Region oder Lebensweise. Okay. Ne? Wenn du dann aber plötzlich als, und ich sag das bloß nicht, um das klein zu machen oder klein zu reden, das ist wunderschön. Die haben auch hier
viel zu kämpfen gehabt, weil dann auch die Einstellung da war, okay, die sind hierher gekommen, die haben es aufgebaut, jetzt können die wieder irgendwann nach Hause gehen. Für die gibt es auch keine Zuhause, dann ist im Grunde für die auch zu Hause Deutschland geworden, sind hier geblieben und mittlerweile redet man über vierte, fünfte Generation. Ne? Und in meinem Fall, um das zu Ende zu bringen, ist es so, ich bin mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Mhm. Ne, quasi nachdem ich hierher gekommen bin, ist zum Beispiel vor 5 Jahren mein Vater hierher gekommen. Bei mir wäre Integration, beziehungsweise diese Gastarbeiter sein eher reverse. Erst der Sohn, dann der Vater. Ja. Mäßig, man könnte jetzt auch sagen, du hast das Ganze erstmal für ihn ausgetestet, um ihn dann herzuholen. Und ich habe deinen Vater ja mal kennenlernen dürfen. Ich muss sagen, ich habe selten so ein herzliches Verhältnis zwischen Vater und Sohn gesehen. Ihr redet zum Thema Integration lustigerweise weder Deutsch noch Türkisch. Ihr redet Englisch miteinander. Es ist alleine vom Bild so toll zu beobachten. Ich frage mich, die Wahrnehmung von dir, also von deiner Person hier in Deutschland, ist das eine andere als die du fühlst? Nehmen dich die Leute anders wahr, als du eigentlich glaubst, wer oder was du bist? Nicht immer, aber im Alltag merke ich schon, dass es immer wieder zu solchen Situationen kommt. Übrigens, ich hatte, glaube ich, bisher seit 20 Jahren, seitdem ich hier lebe, nie eine rassistisch orientierte Angriffssituation, Beleidigung, sonst was, bis auf ein einziges Mal, erzähle ich auch, das war auch witzig, tatsächlich. Und aber du bist schnell in so einem Schema drin, du kommst aus der Türkei, mhm. Also erstens, du bist Türke, mhm. Ne? Mhm. Dann bist du auch sicherlich Moslem, mhm. Und du isst auch sicherlich jetzt kein Schweinefleisch oder mhm. So, trinkst du Alkohol, weiß ich nicht, und bei mir würde ich sagen, keiner von diesen Punkte stimmt. Aber was ist deine Identität? Weil du hast ja, wenn ich das recht verstehe, beanspruchst du für dich viele Identitäten, eben um dich nicht festzulegen, was ja eine sehr, sehr interessante und auch eine sehr schöne Eigenschaft ist. Aber hast du dann überhaupt eine Identität oder kommst du da komplett durcheinander? Mit dieser Frage beschäftige ich mich eigentlich selber tatsächlich. Deswegen wollte ich auch die Frage hier mit reinbringen, weil das nach wie vor sehr aktuell ist. Siehst du in Amerika, was passiert mit Black Lives Matter, siehst du hier, wie die Rechte wächst und wie das überspitzt wird, siehst du überall brutzelt ein Thema Nationalität, Herkunft und Rassismus kommt und geht und kommt wieder, seitdem Menschen auf diese Welt leben. Und das wollte ich gerne mit dir diskutieren, weil ich mit dir auch gerne solche Gespräche im Privaten führe. Aber wofür oder womit identifizierst du dich? Also irgendwas muss es ja geben, wo du sagst, ja, da gehe ich mit. Das ist etwas, womit ich mich gut und gerne identifiziere. Ich identifiziere mich tatsächlich eher mit einem Freigeist und mit der Welt. Und mein Traumwelt würde so aussehen, wie soll ich dann beschreiben? Mein Traumwelt hätte keine Landesgrenzen. Keine Grenzen, die Menschen nach Herkunft einstufen würden. Ob arm, westlich, östlich, modern, altmodisch, jung, primitiv, alt, Mann, Frau. Jung, alt, schwarz, weiß, grün, gelb. Mhm. Meine Grenzen oder meine Latte würde ganz anders hängen. Ich würde Leuten nach Bildung, Kultur, Perspektive, Offenheit und Respekt einordnen zueinander und einordnen. Aber provokant gefragt, wenn man sich mal die Definition von Identität anguckt, ich habe das mal aufgeschrieben, dann steht da, Identität ist die Ausprägung von Persönlichkeit, die immer eingegliedert in die Kultur ist oder in eine Kultur. Würde ja von vornherein bedeuten, dass in jeder Kultur eine unterschiedliche Identität herrscht und die Kultur, die in eine andere Kultur kommt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Türke kommt nach Deutschland, dann gibt es ja erst einmal diesen Kultur- und somit auch Identitätsklatsch. Dann stelle ich mir die Frage, hat Kultur unbedingt mit Herkunftsland zu tun?
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei meiner Kultur, guck mal, ich bin mit 16 aus der Türkei raus, 17. Und ich bin dann nach Argentinien. Und dann war ich auf Zypern. Dann bin ich wieder zurück in die Türkei. Dann bin ich nach Deutschland gekommen. Dann frage ich mich, mich wurden all diese Kulturen geprägt. Dann habe ich viel mehr Kulturen in meiner Familie gehabt. Mein Vaters zweite Frau kommt aus Norwegen. Ich habe zwei halb norwegische Brüder. Die Mutter meiner ältere Tochter kommt halb aus Iran, halb Deutschland. Mhm. Also da habe ich einen Bezug zu den quasi persischen Kulturen gehabt. Und meine Frau jetzt ist halb Israeli, halb Deutsch. Wir haben gefühlt 20 verschiedene Länder und Kulturen in der Familie, die bunt durchmischt sind. Und wir haben so gesehen niemand, der religiös ist in der Familie, tatsächlich. Also seid ihr auf eine gewisse Art und Weise identitätsbefreit? Ihr alle? Oder seid ihr einfach nur weltoffener? Ich kann das als weltoffener bezeichnen. Also so identitätsbefreit ist es nicht. Das zeigt sich an meiner Art und Weise, wie ich koche, wie ich sozusagen, was für ein Gastgeber ich bin. Das zeigt sich natürlich auch wie soll ich das sagen? Das zeigt sich schon durch mein Verhalten. Das hat schon damit zu tun mit den Ländern, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich gelebt habe, wo ich quasi mich weiterentwickeln habe. Ich habe auch sicherlich Sachen aus Argentinien mitgenommen, genauso aus Zypern und Mittelmeer, aber auch sehr viel aus Deutschland. Also hätte ich mich jetzt hier nicht wohl gefühlt, wäre ich jetzt nicht seit 20 Jahren in Hamburg geblieben. Aber du hast dir am Ende des Tages, hast du dir eine, nämlich deine Identität, frei ausgesucht. So wie du jetzt bist, so wie du lebst, ist deine für dich, ich nenne es jetzt mal Patchwork-Identität, bedeutet im Umkehrschluss ja nichts anderes, als dass du, wenn ich das recht interpretiere, dafür plädierst, dass eine Identität eben keine Kulturfrage, also der Abstammung sein sollte, sondern eigentlich freigeistig bestimmt werden soll. So sieht's aus. Ist es am Ende des Tages ein Problem des Namings? Kann man nennen. Das hast du eben gerade gut auf den Punkt gebracht. Patchwork-Identität. Ja, also, fand ich auch gut. Hab das ich, war übrigens ich dachte ganz mir gut. Auch so, gutes Wort. Okay, vielleicht kann ich mich als dir. Patchwork-Bürger. Ja, vielleicht bist du ein Patchworker. Ich bin ein Patchworker. Also, wenn jemand mich fragt, wer ich bin, wo ich herkomme, sage ich jetzt nicht Istanbul, ich sage Hamburg, Deutschland. Mhm. Und ich bin Deutscher. Aber du musst es noch sagen. Ich muss es so sagen. Für dein Gefühl oder weil du das Gefühl hast, die Menschen gegenüber erwarten das von dir? Nee, ich sag das. Ich fühle mich so. Mhm. Also wenn jemand mich fragt, ja, wo kommst du her, ist nicht meine Reaktion, kurz stottern und denken, bin ich jetzt Türke oder Deutsche, Türke oder Deutsche? Nee, ich bin Deutscher, ich bin aus Hamburg und ich lebe, wie gesagt, ich habe mehr als Hälfte meines Lebens hier verbracht. Ne? Und danach kann natürlich die Story kommen, okay, ich bin in der Türkei geboren, aufgewachsen, dann weitergereist. Ne? Und das ist die erste Empfindung. Natürlich identifiziere ich mich auch als Deutsche. Ich arbeite hier. Ich habe hier eine Familie und ein Sozialleben aufgebaut. Ich zahle hier, klingt zwar spießig, aber Steuern. Ich trage quasi ja. dazu bei, dass... Was? Du zahlst Steuern? Warum machst du sowas? Diese Gesellschaft hier so bleibt, wie das bisher ist. Ich liebe dieses Land. Ich liebe die Freiheiten. Ich liebe die Demokratie. Das ist ein Ort, wo ich mich am wohlsten fühle im Vergleich zu anderen Ländern, wo ich deutlich gesellschaftskritischer gegenüberstehe. Ne? Und ich habe meinen Pass, ich habe meine Zuhause. Gibt es trotzdem so ein paar Sachen, wo du sagst, die lebe ich weiter als das mache ich typisch deutsch, das mache ich typisch türkisch, das macht meine Frau typisch so und so? Also wo du sagst, das macht Sinn, das finde ich sogar schön oder... Hat es das dann auch gar nicht bei euch? Ich sag mal, das ist ein gutes Beispiel für Tradition. Was ist Tradition? Ja, ja. Habe ich aus der Türkei was mitgenommen? Nein. Ja, genau. Aber wiederum, obwohl wir alle keine Religion haben und an keine Religion glauben, auch meine Eltern auch nicht, ist Advent und Weihnachten genau. für uns ein gutes, Fest. Okay, gutes Beispiel. Wir haben Adventskalender, wir feiern Weihnachten, wir haben Ostern, also wir haben quasi die
lokale Festigkeiten und Feier mitgenommen. Mhm. Und das kann man wiederum davon trennen, um das mitzuzelebrieren und zu respektieren und dabei zusammenzukommen, muss man auch nicht unbedingt Teil einer Religionsgemeinde sein, finde ich. Aber wiederum, ich habe nie eine Notwendigkeit gehabt, aus der Türkei die Feste, die man da feiert, mitzubringen. Mhm. Warum? Also ich, was habe ich davon? Also wäre ich jetzt mit meiner Frau in der Türkei oder woanders gelebt oder in Indien oder in Israel oder Korea, hätte ich wahrscheinlich das genauso gemacht, mich an lokale Geschichten da angepasst. Hättest du abschließend zu deinem Besuch heute hier bei Haus jetzt Haus, hättest du eine Wunschvorstellung, wo du sagen würdest, Leute, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und wenn es nur eine Veranstaltung ist, wie du sie machst, Aische Rustikal. Ich kann mich noch entsinnen, ich habe das mal besuchen dürfen. Dort hat ein homosexueller Bauchtänzer aus der Türkei, wenn ich mich entsinne, vor mir auf dem Tisch gestanden, hat so unglaublich erotisch und anziehend getanzt auf der einen und auf der anderen Seite eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, uns allen in die Fresse zu sagen, ja, da schaut ihr, ne? Genau, das ist auch die Beschreibung dafür, diese Veranstaltung, wo du warst Ende letztes Jahres. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es sein kann. Du hast es selber gespürt, was für eine Magie im Raum war. Mhm. Und für mich ist es ein Paradebeispiel dafür, Augenhöhe, Respekt und Offenheit für jeden Mensch, der sein Gegenüber genauso respektiert. Also sind deine Veranstaltungen eigentlich eine riesengroße Schublade, die du nicht zumachst, sondern öffnest und jeden einlädst, reinzugehen, reinzugreifen und was mitzunehmen aus einer vermeintlich fremden Kultur? Meine Schublade ist für jeden offen, der offen für andere Menschen ist. Ha, siehst du? Und das Beste ist, das hier ist ein offener Kanal, YouTube, Haus jetzt raus. Den könnt ihr abonnieren, den könnt ihr aber vor allem auch bewerten, indem ihr ein oder zwei Kommentare unterschreibt. Und Coral, vielen Dank für deinen Besuch. Und ich finde wirklich ein Top-Thema, ein top-wichtiges Thema. Es ist ja trotz alledem ein Thema, was ja irgendwie scheint sich auszusterben. Nicht auszusterben? Nein. Wird auch nichts ausstehen. Trotz Corona ist es aktuell, wird auch aktuell bleiben. Also, bevor wir jetzt direkt wieder ins nächste Thema oder ins gleiche Thema zurückfallen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Haus jetzt raus. Auf bald. Immer dienstags, immer auf diesem Kanal und ich hoffe, immer mit mir.